Bekommt die in der USA lebende Witwe den Sterbequartalsvorschuss bei Antrag ausgezahlt? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Die in der USA lebende Witwe hat keinen Anspruch auf die Vorschusszahlung für die 3 Monate volle Witwenrente, wenn ihr verstorbener Ehegatte eine deutsche Rente bis zu seinem Tode bezogen hat. Grundsätzlich können ja Witwen und Witwer die vollen 3 Monatsrenten Witwen- oder Witwerrente als Vorschussleistung beantragen, wenn der verstorbene Ehepartner selbst vorher, vor seinem Tode, entweder eine Altersrente oder eine Erwerbsminderungsrente bezogen hat. Und der Antrag auf diese besondere Vorschussleistung ist innerhalb von 4 Wochen nach dem Tode des verstorbenen Ehepartners entweder bei dem Postrentenservice oder bei der Deutschen Rentenversicherung zu beantragen. Diese Vorschussleistung gilt aber grundsätzlich nur für Witwen und Witwer, die ihren Wohnsitz im Inland haben. So sagt es uns § 7 Absatz 1 dieser Rentenserviceverordnung. Für Menschen oder Witwen und Witwer, die im Ausland leben, ist diese besondere Vorschussleistung grundsätzlich ausgeschlossen. Aber Sie müssen bitte keine Angst haben und Sorge haben. Selbstverständlich bekommen Sie als Witwe oder Witwer, wenn Sie im Ausland leben, diese höhere 3-Monats-Witwenrente auch ausgezahlt, aber eben nicht als Vorschussleistung, sondern Sie bekommen sie mit dem Witwen- oder Witwenrentenbescheid, der dann später von der Deutschen Rentenversicherung erstellt wird, berechnet und auch dann überwiesen, aber eben nicht als Vorschussleistung. Viele Leute denken immer, dass ich Anspruch auf dieses Sterbequartalsgeld immer habe als Vorschussleistung. Nein, das ist nicht der Fall. Es gilt eben nicht für Menschen, Witwen oder Witwer, die im Ausland leben. Näheres zum Thema Witwen-Waisenrente finden Sie auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.